Wir zeigen euch heute eines der exklusivsten und elegantesten Elektroautos, die es am Markt zum Kaufen gibt, den DS3 Crossback eTorz, zeigen euch alles, was es über das Fahrzeug zu wissen gibt und zeigen euch den wunderschönen Innenraum. Los geht's! Ja, ich habe mir gedacht, muss ich mich ein wenig fescher machen für dieses Auto, für diese Auto, für diese wunderschöne Auto. DS3 Crossback eTorz, also wirklich, das Fahrzeug teilt sich ja eine Plattform mit dem Opel Corsa E und mit dem Peugeot E208, aber wenn man sich das Fahrzeug hier so ansieht, ist es ein völlig anderer Charakter, der hier vermittelt wird. Und das ist ja das Coole an diesem Plattform- oder Baukastensystem des PSA-Konzerns bzw. Stellantis. Man kann eine Plattform hernehmen und ein völlig anderes Auto draufbauen. Der DS3 Crossback eTorz ist das beste Beispiel. Da wird so viel Wert auf Design gelegt, auf Exklusivität gelegt und du kannst mit diesem Fahrzeug so gehoben unterwegs sein, dass es wirklich eine Freude ist. Und das äußert sich natürlich in ganz vielen Design-Details, die möchten wir euch dann natürlich der Reihe nach vorstellen. Beginnen wir an der Front des Fahrzeuges, natürlich ein riesiger kühler Grill, auch sogar mit Löchern, mit tatsächlichen Löchern, die ja bei einem E-Auto nicht so zwingend notwendig wären, aber wirkt natürlich sehr imposant und sehr dynamisch hier. Das sehr schöne verchromte DS-Logo ist auch hier zu sehen, sehr prägnant und dann die Lichtsignatur, die halt ganz stark zu diesem individuellen Charakter des Fahrzeugs beiträgt. Ein geschwungenes Tagfahrlicht, dann dieses Matrixlicht mit drei verschiedenen Linsen hier und dann noch Fernlicht. Also alles sehr dynamisch und ausdrucksstark, wie dieses Fahrzeug hier daherkommt. Hier unter dieser Platte sind die Sensoren verbaut für die Abstandsregeltempomaten und die ganzen Fahrassistenten, die das Fahrzeug natürlich auch bietet. Denn das Fahrzeug ist auf der Höhe der Zeit, ganz klar. Und der Gesamteindruck der Front, was meint ihr? Wie gefällt euch der DS3 Crossback eTorz? Schreibt es uns in die Kommentare. Mir gefällt es wieder mal sehr gut. Also wenn man sich dem Fahrzeug nähert, dann begrüßt es einem förmlich. Es streckt einem die Türgriffe entgegen, die Außenspiegel klappen sich aus. Nur deswegen, weil ich eben den Schlüssel bei mir trage. Ich kann dann auch einsteigen und auf den Startknopf drücken, ohne jemals den Schlüssel in die Hand zu nehmen. Das ist schon wirklich sehr praktisch und komfortabel. Aber generell gesprochen, das Fahrzeug ist zwar ein SUV, geht mir aber trotzdem nicht bis über den Kopf wie manch andere Fahrzeuge. Es ist trotzdem ein sehr kompaktes Fahrzeug. Die Designlinie, die Seitenlinie wird natürlich auch dominiert von dieser Haifischflosse, dieser, ja, doch sehr prägnanten Verformung hier der Seitenlinie. Das Designstudio in Paris, das auch für den DS3 verantwortlich ist, das legt hier starken Wert auf Individualität. Manche mögen es vielleicht nicht, weil es dann teilweise doch die Rundumsicht, wenn man einen Schulterblick macht als Fahrer, etwas verdeckt. Die B-Säule ist naturgemäß etwas breiter, als wenn es nur bis hierher gehen würde. Aber vom Design her macht das schon was her. Das Auto ist absolut unverkennbar. Wenn du es im Straßenverkehr siehst und diese Finne, diese Flosse dann siehst, dann weißt du sofort, das ist ein DS3 Crossback. Der DS3 hat natürlich sehr große Radkästen, die hier auch farblich abgesetzt sind, noch mit Kunststoff. Und in den Radkästen finden in diesem Fall 18 Zöller mit DS-Design Platz, natürlich sehr schön ausgeformt. Die Felgen an sich sehen auch hervorragend aus, obwohl jetzt natürlich sehr viel Luft dazwischen ist. Hier gibt es sicherlich Luftverwirbelungen und das ist sicherlich nicht aerodynamisch perfekt konstruiert und designt, um jetzt möglichst wenig Luftwiderstand zu bieten. Aber sieht hervorragend aus und um das geht es hier bei diesem Fahrzeug. Sieht wirklich ultra cool aus. What a Heck, liebe Leute, also ein sehr hübsches Heck hat er hier, der DS3 Crossback eTorz. Also ganz flache, schmale Rückleuchten, die auch mit einem Wischblinker hier ausgestattet sind. Diese beiden Elemente sind dann noch verbunden mit einer metallischen Leiste, die in der Mitte auch das Crossback-Logo trägt. Und diese Leuchten an sich, die erinnern mich auch an die vom BMW Z8, der mir damals ja wirklich sehr gut gefallen hat. Und mit diesen Wischblinkern, die auch normalerweise wirklich nur die höherpreisigen Fahrzeuge auch verbaut haben, wirkt dieses Fahrzeug halt sehr wertig und sehr robust. Das schwarze Dach hier ist natürlich auch eine Besonderheit des DS3 Crossback eTorz, denn wenn man hier drüber fasst, das fühlt sich nicht an wie ein Glasdach oder ein Blechdach, das ist einfach eine Reptilienstruktur, fühlt sich fast an wie eine Krokohandtasche, obwohl ich, Leute,
kauft sowas nicht und auch ich würde das selbst nie kaufen. Aber hier beim Auto fasst sich's einfach perfekt an und trägt nochmal dazu bei, dass das Fahrzeug so richtig exklusiv wirkt. Also ein perfektes Gucci-Auto. Bevor wir euch den Laderaum und den Innenraum dann aber zeigen, noch ein kurzer Blick auf den Motor, denn der sitzt hier tatsächlich vorne. Treibt auch die Vorderräder an, leistet 100 kW oder 136 PS. Wir kennen die Technik ja schon von diversen Brüdern und Schwestern aus dem PSA-Konzern. Aber sehr schön verbaut, auch hier mit einem chromfarbenen E-Tense-Logo und sehr aufgeräumt wirkt das alles. Hier ist wirklich alles gut erreichbar, die ganzen Flüssigkeitsstände können hier nachgefüllt werden. Und ja, der Motor ist auch gut zugänglich, der sollte aber hoffentlich das ganze Fahrzeugleben keinen Defekt haben, denn E-Fahrzeuge sind naturgemäß sehr wartungsarm und da hat es nicht wirklich oft was. Aber falls der Mechaniker ihn dann doch mal suchen sollte, hier unter der Motorhaube ist er zu finden. Der Kofferraum also, der ist zu öffnen mit einer kleinen Taste hier direkt über dem Nummernschild. Das ist aber naturgemäß im Winter oder bei Schlechtwetter immer verdreckt, immer schmutzig, da will man eigentlich nicht hingreifen. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit natürlich mit einem Druck auf den Schlüssel hier die Klappe zu öffnen. Die schwingt dann auf. Freigegeben wird der Blick auf 320 Liter Laderaumvolumen. Das ist ganz ordentlich. Beim Opel Corsa e zum Beispiel hat man 270 knapp. Beim Kona hat man auch nicht so viel wie hier, also ist ganz ordentlich Laderaum. Da merkt man diese 10 cm mehr an Gesamtlänge, die einfach der DS3 Crossback E-Tense im Vergleich zum Corsa e hat. Ihr seht schon hier im Kofferraum zwei Taschen mit Kabeln. Also hier eine Tasche, die DS selbst mit geliefert hat, mit magnetischem Verschluss. Also wirklich sehr hübsch gemacht. Und hier hat ein Ladekabel, ein Typ 2 Ladekabel natürlich Platz. Wenn du dann aber noch einen Juice Booster mitführst, um auch wirklich gerüstet zu sein für alle Eventualitäten und überall laden zu können. Und dann noch die DS3 Ladetasche. Dann ist schon ein guter Teil des Kofferraums mit Kabeltaschen eben auch ausgefüllt. Denn unter dem eigentlichen Boden des Fahrzeugs, des Kofferraums, hat nichts mehr Platz. Da ist kein Laderaum, um zusätzlich ein Kabel verstauen zu können. Das heißt, der Platz wird knapp. Also am besten ohnehin mit dem Juice Booster laden. Den kannst du bei Typ 2 einsetzen, aber natürlich bei allen anderen Ladepunkten. Und die E-Tense-Tasche, die kann dann zu Hause bleiben. Legt man die Rücksitzlehnen um, dann wird aus den 350 Litern Laderaum schnell mal 1050 Liter Laderaum. Und das sollte für die meisten Alltagssituationen reichen, auch für den kleinen Einkauf bei IKEA. Und schnell ist es auch geschehen, also das ist sehr einfach zu handeln und erhöht die Variabilität. Bevor wir euch jetzt den wunderschönen Innenraum des DS3 Crossback E-Tense zeigen, noch ein kurzer Hinweis auf InstaDrive. Auch bei InstaDrive gibt es dieses Fahrzeug zu easen, also eine Monatsmiete, eine Langzeitmiete, ohne gleich das ganze Fahrzeug kaufen zu müssen, ohne Risiko eines Restwerts, jetzt mit diesen ganzen Förderungen ja nicht von der Hand zu weisen. Also schaut euch an, was das Fahrzeug bei InstaDrive im Monat kostet. Link gibt es in der Beschreibung, erster Link in der Beschreibung. Und 5000 Freikilometer gibt es obendrauf, wenn ihr über diesen Link reingeht. Ja, die hinteren Seitenfenster sind natürlich sehr hübsch getönt, aber sie lassen sich nicht ganz runterfahren, sondern nur bis zur Oberkante dieser Finne oder Flosse und geben die Möglichkeit, mal durchzulüften, aber nicht sehr viel mehr. Ja, hier hinten im Innenraum des Fahrzeugs auf der Rücksitzbank habe ich sehr gut Platz. Der Vordersitz, der Fahrersitz ist so eingestellt, wie ich unterwegs bin. Und hier habe ich noch 10 cm Beinfreiheit für die Knie. Ich kann auch die Füße unter den Fahrersitz verstauen und hier ist kein Problem. In der Mitte des Fahrzeugbodens hat man hier einen Kardantunnel bzw. die Ausformung dessen, wo eigentlich der Kardantunnel bei den Verbrennungsmodellen dann steckt. Beim E-Auto gibt es ja eigentlich keinen mehr. Trotzdem kann man hier nicht durch mit den Füßen. Ja, ist ein kleines Manko, aber ich würde mal meinen, hier auf der Rücksitzbank in der Mitte wird sowieso nicht sehr oft jemand sitzen. Das Fahrzeug ist relativ eng, würde ich mal meinen. Also wenn hier zwei großvoluminöse Menschen auf der Rücksitzbank sitzen würden, dann ist hier auch mal Schluss mit lustig. Es gibt leider keine Armauflage für den rechten Arm, also könnte sein, dass sich diese zwei Menschen dann irgendwo mal in der Mitte treffen und eine Runde dösen.
Die Sitze an sich sind hier sehr cool ausgeführt, auch zwei geteilt. Einerseits ein synthetisches glattes Material und ein Stoff. Und diese Absetzung finde ich sehr cool designt und sehr gut gemacht. Diese karierte Abnähung der Stoffe, die findet sich auch überall im Fahrzeug nieder, eben diese Rautenform. Die werden wir dann vorne auch nochmal exzessiv erleben, aber macht sich auch sehr gut, wirkt auch fast wie eine Gucci-Ausführung hier im Innenraum. Isofix gibt es natürlich auf beiden Plätzen hier hinten. Die Anschlüsse oder die Halterungen sind hier unter einem Reißverschluss auch verborgen, den man hier zuerst mal aufmachen muss und dann wieder zumachen muss. Wenn sie zu sind, wirkt es natürlich weitaus hübscher, als ob wenn diese offen auch da liegen würden, einfach nur. Der helle Stoff passt, finde ich, auch sehr gut zum Fahrzeug. Also es gibt ein luftigeres Gefühl, ein lebensbejahenderes Gefühl als jetzt eine dunkle Ausführung. Es gibt ja den DS3 in verschiedensten Ausführungsvarianten in Stoffkombinationen. Da ist man ja sehr stark im Designstudio von DS Automobil in Paris. Und ich finde diese Kombination hier sehr gelungen. Wirkt edel, wirkt modern. Man hat hier auch bei den hinteren Passagieren noch an einen Haltegriff gedacht und eine LED-Leseleuchte, um hier auch mal Belletristik zu betreiben. Ja, ich fühle mich wohl hier hinten, jetzt geht es aber an den vorderen Platz. Der DS3 Crossback e-Tans, der kostet ja so circa 9.000 bis 10.000 Euro mehr als ein Opel Corsa. Dafür will er dir natürlich etwas bieten und hier hinter dem Fahrersitz, da bekommst du das meiste davon ab. Da fühlt man sich fast wie einem Supersportwagen, hier auch wirklich mit ganz starken Designelementen in der Mittelkonsole, mit einem außergewöhnlichen Bedienkonzept, das nicht Form follows Function, sondern Function follows Form heißt. Das heißt, manches ist vielleicht nicht ganz so eindeutig zu erkennen, wo etwas zu finden ist, aber das will dieses Fahrzeug gar nicht. Dieses Fahrzeug will anders sein und das zeigt es dir hier in den Bedienelementen wirklich überdeutlich. Wenn wir zu den Materialien kommen, es fühlt sich wirklich sehr wertig an, auch alles weich abgesteppte Materialien hier mit Rauteform vor dem Beifahrer, auch die Sitze natürlich, da findet sich auch bei den vorderen Sitzen dieses gleiche Design wieder, auch hier in den Seitenflächen der Türen, da findest du überall dieses abgesteppte Design, also seht euch mal dieses Cockpit an, das wirkt doch wirklich wie aus einem Guss, das ist echt super nice, wie das hier gemacht ist. Großes Display hier hinter dem Lenkrad, wo die wichtigsten Fahrinformationen nochmal dargestellt sind. Du kannst dir auch die Navigation hier sehr übersichtlich einblenden. Mit einem Knopf hier am rechten Hebel kannst du dir dann noch den aktuellen Verbrauch einblenden lassen und diverse Dinge auch bedienen. Es gibt hier hinter dem Lenkrad auch, das ist vielleicht etwas versteckt, da muss man sich vorher mal kurz vertraut machen, welcher Schalter was auch verursacht. Denn wenn du dann fährst, dann kannst du hier nicht nachsehen. Aber das ist hier der Tempomat auf jeden Fall und ja, alles sehr cool gemacht. Am mittigen großen Display gibt es dann ebenfalls noch mit diesen Touch-Tasten die Navigation zum Beispiel auszuwählen. Die ist auch sehr gut dargestellt, großformatig präsentiert. Oder ich kann mir hier auch die Multimedia-Funktionen geben oder die Klimaanlage steuern. Ich kann auch hier Telefonate durchführen. Ich kann auch verschiedene Apps wie Apple CarPlay aufrufen oder Android Auto, die natürlich auch mit an Bord sind und die Funktionalität des Fahrzeugs weiter erhöhen. Und ich kann mir alles rund ums Thema Laden auch nochmal geben, kann mir Statistiken aufrufen, kann mir auch Zeitpunkte festlegen, wo das Auto dann zu laden beginnt. Also das ist alles möglich mit diesen Funktionalitäten hier. Aber hier ist halt alles auf Touch ausgelegt. Das heißt, sobald ich irgendeine Fläche berühre, wird die jeweilige Funktion aufgerufen. Und da kann es schon mal sein, wenn du am Fahrzeug selbst was herumdrückst, dass du dann mit dem Finger schon wieder irgendwo anders rankommst. Und das ist vielleicht nicht ganz so optimal, aber wenn man es mal draußen hat, gewohnt ist, dann ist das sicher kein Problem mehr. Wirklich sehr cool auch ist dieser Start-Stopp-Knopf hier in der Mitte, der darum bettelt auch gedrückt zu werden. Das heißt, wenn du einsteigst, den Schlüssel mit hast, drückst du hier drauf und dann kannst du auch schon losfahren. Weiter unten dann noch USB-Anschluss und eine Kontrollleuchte, ob das Handy denn lädt. Das Handy kann hier in der Mitte im induktiven Ladefeld auch geladen werden. Und dann beginnt normalerweise diese Leuchte auch zu leuchten. Hier unten haben wir zwei Fensterheber links. Geben wir gleich wieder rauf. Und dann nochmal auf der rechten Seite
für den Beifahrer gut zu erreichen. Das ist auch praktisch, dass das wirklich getrennt ist. Wirkt wie aus einem Guss, auch der Schalthebel ist uns ein guter Bekannter und schon vertraut aus dem E208. Hier konnte man wirklich wieder ein Bauteil des Peugeot oder des PSA-Konzerns übernehmen, aber man hat es sich nicht nehmen lassen, hier noch eine kleine Fläche in einem schön sich anzufühlenden Material einzusetzen mit einem E-Logo für E-Tons. Also das ist auch wieder dieser Eindruck, der hier vermittelt wird, des hochwertigen, einfach Savoir-Livre, wenn man das so richtig ausspricht. Also nicht nur ich fühle mich wohl hier drinnen, meine Frau hat das Fahrzeug auch kurz mal unter die Lupe genommen, ein paar Meter gefahren und sie war auch sofort begeistert, weil eben alles so hübsch aussieht. Auch das Lenkrad lässt sich extrem leicht auch drehen, das hat dann mit dem Fahren selbst zu tun. Aber man fühlt sich einfach wirklich sehr, sehr wohl hier drinnen. Das Licht bricht in vielen Facetten mit dieser Diamantstruktur in den Tasten und in den Bedienelementen, mit diesen matten Aluminiumflächen hier. Es wirkt einfach extrem stimmig, das Auge ist immer beschäftigt, sieht irgendetwas und fühlt sich wirklich angesprochen hier im Fahrzeug, im Innenraum des DS3 Crossback E-Tons. Wohlfühlfaktor gibt es auch hier in der Mitte, man kann den Arm auf dieser Mittelablage ausruhen, man kann diese Mittelarmlehne auch noch nach vorne schieben, da geht zwar dann ein Steckplatz der Becherhalter verloren, aber trotzdem kann man hier eben wirklich seinen Arm gut reingeben und eine Flasche hat immer noch Platz, auch wenn die Armlehne nach vorne geschoben ist. Ja, Daten, Zahlen, Fakten zum Fahrzeug, alles zum Thema Fahrdynamik, wie fährt er sich und auch zum Thema Laden, das folgt in Kürze. Aber noch kurz zum Gesamteindruck im Innenraum, das ist wirklich das Kriterium, wo ich sage, ja, denn die ist DS3 E-Tens, den kann man kaufen. Und man ist auch gerne bereit, dann etwas mehr Geld auszulegen, wenn man so ein Erlebnis auch im Innenraum hat. Auch das Design außen hat uns natürlich überzeugt, aber innen ist das wirklich eine kleine Offenbarung. Ja, einfach mal ansehen das Fahrzeug, wenn ihr die Möglichkeit habt, beim DS3, beim DS-Händler oder Citroën-Händler eures Vertrauens, wo es eben dieses Fahrzeug gibt, mal reinsetzen und alles mal ausprobieren. Wirklich ein Erlebnis. Sehr prägnant das Blinkergeräusch. Ja, das drängt sich ein wenig in den Vordergrund. Der Rest der Geräuschkulisse ist natürlich sehr, sehr auf einem sehr niedrigen Niveau. Alles ist sehr gedämmt. Die Doppelverglasung trägt das ihrige dazu bei, aber auch der Rest, das ist wirklich alles auf sehr hohem Niveau hier. Gediegenes, gepflegtes, ruhiges Fahren ist hier angesagt. Man entspannt richtig beim Fahren, also diese Sportstufe, die ich ja normalerweise bei allen Fahrzeugen sofort einlege, die brauche ich hier jetzt nicht mal. Also ich vermisse diese Leistung, diese 20 kW mehr Leistung, die mir der Sportmodus bringen würde, nicht. Ich fahre hier gemütlich im Normalmodus herum und bin eigentlich in jeder Situation auch immer ausreichend motorisiert unterwegs. Das Fahrwerk dämpft die Unebenheiten des Bodens, der Fahrbahn sehr gut weg. Kaum ein Schlag dringt in den Innenraum ans Ohr des Fahrers oder an den Popometer. Also es ist wirklich ein sehr gediegenes Fahren hier möglich. Der Abstandsregeltempomat arbeitet wirklich zuverlässig und eigentlich sehr smooth, ohne hier ruckartige Bremsmanöver durchzuführen. Wirkt, als ob er recht vorausschauend auch das Ganze berechnen würde. Und auch der Spurhalteassistent macht seine Arbeit sehr gut, hält optimal die Spur und meldet sich auch erst nach ca. 15 Sekunden, 20 Sekunden das erste Mal zu Wort. Also da kann man schon ganz angenehm auf der Autobahn unterwegs sein, ohne hier immer ständig alles selbst regeln zu müssen. Gut gemacht. Was aber aufgefallen ist beim Spurhalteassistent und beim Tempomat, die ließen sich dann oft auf der Bundesstraße gar nicht so sehr nutzen. Da kam das alles sehr unausgegoren rüber mit dem Spurhalten, aber auf der Autobahn funktioniert das perfekt. Hut ab, und für das ist das ja eigentlich auch
konzipiert, das System. Ja, macht Spaß. Man kann auch hier locker den Arm oder die Hand am Lenkrad lassen. Das Fahrzeug merkt, dass du physisch anwesend bist und konzentriert bist. Und dann kannst du deine Autobahnkilometer abspulen. Sehr komfortabel mit diesem Spurhalteassistent. Auf der kurzen Autobahnfahrt hierher zum HPC Supercharger von Smatrix in Eberstallzell, da haben wir einen Verbrauch gehabt von 28 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einer Temperatur von 5 Grad Außentemperatur und einer Fahrgeschwindigkeit von 130 km/h. So viel für euch zum Richtwert. Jetzt geht's ans Laden. Einmal hier gedrückt, öffnet den Ladeport, CCS natürlich, und jetzt wird der HPC-Lader angesteckt. Und dann noch einmal mit der Karte dran. Und los geht der Spaß. 300 kW hat der Lader Ladeleistung. Der Citroën DS E-Tons, Crossback E-Tons, der hat eine Ladeleistung von 100 kW an DC und 11 kW an AC. Und jetzt werden wir mal schauen, wie viel er tatsächlich reinsaugt. Die Ladeleistung hat sich jetzt eingependelt auf 63,9 Kilowatt und ja, ist ein vernünftiger Wert. Vielleicht ist die Batterie auch noch nicht auf optimaler Temperatur, um wirklich diese 100 kW, die angegeben sind, auszunutzen. Aber auch mit 64, 69, jetzt haben wir 64 Kilowatt, ist gut im Alltag durchzukommen. Auch hier auf der Autobahnraststation bzw. am HPC Supercharger an der Autobahn von Smatrix ist man schnell wieder einsatzbereit. In die Batterie passen 50 Kilowattstunden rein und bei einer Geschwindigkeit von 64, könnt ihr euch ausrechnen, ist man in 20 Minuten auch wieder abmarschbereit und wir schauen jetzt darüber, holen uns was zum Futtern und dann geht's weiter. Also unser Fazit, ein geradezu formidables Auto, ja. Haben uns sehr wohl gefühlt mit dem DS3 Crossback E-Tons und ich finde, er sieht einfach fantastisch aus. Außen macht er einiges anders als andere Fahrzeuge, auch im Innenraum, wie wir gesehen haben, da hebt er sich natürlich ab vom Mitbewerb, von der Konkurrenz und wir hatten unsere Freude mit dem Auto. Checkt es euch mal aus bei InstaDrive, was das Fahrzeug euch im Monat kostet, im Langzeitabo. Erster Link in der Beschreibung. Zweiter Link, wenn ihr uns einen Kaffee kaufen wollt, es war wieder furchtbar kalt heute, zum Aufwärmen wäre nett und auch als kleine Aufmerksamkeit vielleicht. Und ja, abonniert uns, seid dran weiterhin bei uns auf YouTube, auf Facebook, Twitter, Instagram, auf Clubhouse, auf TikTok und seid weiterhin mit dabei auf unserem Weg in eine grünere Zukunft. Go Green mit Style!